Hallo, heute zu einer neuen Folge Horizon Forbidden West. Auf dem Weg zur Hauptquest habe ich einen Langhals entdeckt, und zwar den, den ich letztens schon machen wollte. Und damit es nächstes Mal in den verbotenen Westen gehen kann, kümmern wir uns jetzt um diesen Langhals. Ich bin schon gespannt, wie es jetzt im Teil 2 ist. Wird sicher nicht einfacher werden. Ah, Stürmer. Sonst noch? Ein Moment, da war ein Signal, oder? Hier, ja. Ein Langhals. Wenn ich den überbrücke, bekomme ich Daten über die Umgebung. Endlich den Langhals, den wir schon suchen. Den sollten wir aber machen jetzt, damit wir hier endlich was sehen und auch mehr Daten haben. Also auf zum Langhals. Da ist der Langhals, der das Signal sendet. Also, da können wir wieder klettern. Müssen wir nur einen guten Punkt finden. Sieht aus wie eine Satellitenschüssel. Wenn ich da raufklettern kann, müsste ich den Langhals leicht erreichen können. Ui, das sind wieder andere Maschinen. Komm schon, bevor sie uns angreifen. Ich mache mir ja keine Sorgen um mich, aber um dich. Die drei Scheiben, das muss Reinklang sein. Die Heimat des Otaro-Stammes. Erbaut auf alten Satellitenschüsseln. Jetzt müssen wir mal schauen, wie geht der Langhals. Da ist er auch schon. Wo geht er entlang? Wieder ganz hoch, und ich glaube, da ist auch schon der richtige Punkt dafür. Ich gehe lieber hier runter. Da ist was. Was bist du? Ein Himmelsgleiter. Schwachpunkt. Frost. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Da habe ich ja was bekommen. Für den Himmelsgleiter. Wo war das? Vertikale Schockfalle. Stark gegenüber Feuer. Okay, das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, der Booster ist seine Schwachstelle. Bist du? Ich muss dich leider zuerst töten. Wir stecken hier schon vor dir. Achso, da kommt die andere Maschine. Da kommt er.
Ah, da ist ja noch eine. Hätte ich fast vergessen. Jetzt kommt natürlich der Vogel. Bist du? Dahinter. Jetzt habe ich dich. Komm her. Ich habe was für dich. Ich habe einen Häcksler. Den wollte ich testen. Und bei so einer Maschine ist das top. Ja? Jetzt habe ich dich aber getroffen. Nochmal. Ich dahin. Du bist eh schon fast tot. Jetzt muss ich dich noch mit... Ah, keine Munition. Die andere Munition verwenden. Habe ich dich? Ja. Geschafft. Den Himmelsgleiter. Es muss doch ein Weg auf dieses Ding führen. So, jetzt haben wir den mal erledigt. Ein Stromgenerator. Ein neuer Datenpunkt. Werbung. Datenmaterial minimal. Sonderaktion, denken Sie immer dran, alle Implantate und digitalen Geräte auszuschalten, bevor Sie das Gelände betreten. Also die Werbung lese ich jetzt nicht vor. Ich schaue mal, was wir hier... Ich habe keinen Platz. Was kommt in meinen Vorrat? Nur noch genug Platz. Habe ich jetzt eine... Löschwasserverteidigung gegen Löschwasserschaden. Interessant. Und noch eine blaue. Die ist top. Erhöht den Schaden gegen niedergeschlagene Gegner. Die könnte ich zum Beispiel in den Häcksler hineintun. Genau. Der schlägt nämlich wirklich die Beute richtig nieder. Also der ist Hammer. Hier, die Leiter hätte ich ja gar nicht, die hätte ich ja sehen müssen. Okay, da muss ich vom Felsen aus. Anscheinend.
Ich komm schon, ich hätte es fast geschafft. Ah, voll gespannt, Schüsse auf das Schloss. Wir sind schon mal am Weg nach oben. Ilo und eine Konsole. Ich. Eine Konsole. Okay. Hier ist eine Leiter wieder. Ich schaue mir kurz um die Ecke. Ladeterminal. Funktionierende Stromerzeugungsanlage. Keine Energiezellen aufladen. Nicht, dass ich jetzt darüber springe und. Kommst du schon vorbei? Puh, der ist aber sehr hoch. Sehr groß, meine ich. Ja, dann schauen wir, dass wir mal hochkommen. Okay, dann kann ich nicht, aber. Als könnte das Ding sich drehen. Wenn ich herausfinde, wie ich die Energie wieder anschalten kann, kann ich das Ding vielleicht bewegen und einen Weg hinauffinden. Wie bitte? Ja, das war Mist. Roger hat sich gerade tierisch aufgeregt, weil er meine kleine Ergänzung im Protokoll der Schlüssel entdeckt hat. Wen interessiert's? Was er denkt. Die Touristen fanden es toll. Jede Schlüssel richtet sich aus. Eine nach der anderen. Und spielt den ihr zugewiesenen Ton über die Alarmlautsprecher ab. In perfektem Tempo. Musik ist letztendlich Mathematik. Wissenschaftlern, die die Erhabenheit der Tonleiter nicht zu schätzen wissen, sollte man meiner Meinung nach den Doktortitel entziehen. Wie auch immer. Beginnen wir am Anfang. Ein sehr guter Ausgangspunkt. Ich werde nach Do und Re sehen. Sie waren in letzter Zeit etwas schwerfällig. Vielleicht muss ich wieder ihre Ausrichtungsrotoren säubern. Okay. Also weiter hoch komme ich nicht, aber ich kann das Ding drehen und ausrichten. Dazu muss ich jetzt wieder hinunter. Diese Metallleiter lassen wir mal hinunter. Genau. Nein, eigentlich will ich da nicht hinspringen. Darüber. Jetzt haben wir es. Eine Energiezelle. Getrennt von der Hauptstromleitung. Was ist los, Eloy? Hinunter. Genau. Damit müsste ich den Generator unter der Schüssel antreiben können. Puh, die muss ich jetzt so tragen. So, aktivieren wir mal die Quest. Zinnobersande heißt die Quest. Langhälse. Besorge die Konsole mit Strom. Ja, ich habe ja schon die Energiezelle.
Nur ist nicht so einfach, die jetzt da runter zu bringen. Wenn sie einfach runterwerfen, dann ist sie vielleicht kaputt. Ja, wir springen da jetzt einfach runter und hoffen. Ah! Passiert nichts. Das war gut. Immer so. Da ist der Generator. Die Energiezelle bringt ihn sicher zum Laufen. Genau. Der Strom ist wieder da. Ich sollte mir die Konsole von vorhin noch mal ansehen. Super. Haben wir schon angeschaut. Jetzt habe ich auch eine Leiter heruntergelassen. Achso, das jetzt ist sie da oben. Ärger. Mal sehen, was dieses Ding macht. Bin ich auch schon gespannt. Wow. Riesige Satellitenanlage. Schlüsselaufsicht unvollständig. Motorfunktion unterdrückt. Hat sie. Und jetzt finde einen Weg zur Schüssel hinauf. Achso, weil der Weg jetzt weg ist. Ah nein, nein, wir wollen nicht runter. Wir wollen hoch. Wir müssen jetzt drüber. Hier. Ich habe keinen anderen gesehen. Was hat sie jetzt gesagt? Wenn ich die Schlüssel bekomme, kann ich gleich höher klettern. Wenn das weg wäre, dann würde die Schüssel weiter nach oben. Also eigentlich müsste ich... Genau, wir dort schießen. Früher musste man einfach nur irgendwo hochklettern. Jetzt ist das ein richtiges Rätsel geworden. Jetzt müsste ich an den Langhals rankommen. Ich hoffe, ich verfehle nicht. Das muss ich dann wieder. Sieht aus, als könnte ich auf den Langhals gleiten. Ich muss es nur richtig gleiten, ah ja. Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Gehabt! Oh mein Gott, ich war ja oben. Warum hat er mich fallen gelassen? Ist das gemein?
Es ist schon gemein. Jetzt muss ich nochmals hoch. Ich war ja schon oben. Sogar ganz oben auf seinem Kopf. Und hatte mich schon festgehalten. Ups, das war aber jetzt knapp. So, wo bist du? Da kommst du eh schon. Also, Anlauf. Ach, nach unten. Ich hab's geschafft. Und jetzt? Aber vorher war ich viel weiter oben. Jetzt muss ich mal da wieder rüberspringen. Oh mein Gott, das wird was. Also springen wir jetzt hoch oder dort drüber. Hoch werde ich nicht schaffen. Wenn ich da jetzt drüber springe und ich fahre runter, bin ich böse. Nicht! Aufstehen! Zeig deine Kletterkünste, du kannst das. Wir haben das doch im ersten Teil auch mal geschafft. Nur da mussten wir nicht gleiten. Jetzt haben wir gleiten gelernt. Gleich bei einem Langhals. Und jetzt? Andere Seite oder hier? Hier, oder? Nein, da geht's nicht weiter. Muss ich da rüber? Nicht! Puh! Das war knapp. Muss ich wieder rüber? Okay. Und da. Na also, dann überbrücken wir den. Langhals abgeschlossen. Zinnober sein. Ist das nicht schön? Zwei Fertigkeitspunkte habe ich auch erhalten. Ich schaue sehr weißlich aus. Ja, von dem ganzen Strom. Schauen wir uns an, was wir jetzt entdeckt haben. Wow. Ganze Welt können wir jetzt sehen. Also die ganze Welt nicht, aber den verbotenen Westen, und genau dort wollen wir ja hin. Das heißt, es geht das nächste Mal weiter mit der Hauptquest, die wir eigentlich heute schon machen wollten. Wir haben jetzt zuerst einmal den Langhals abgeschlossen. Ich seile mich jetzt ab. Wunderschön. Die Grafik, Hammer. Das muss ich echt sagen. Danke dir nochmals. Und viel Spaß beim Kreisgehen. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie ich. Ich wünsche euch wirklich alles Liebe. Bleibt gesund. Tschüss.